Nico O, The One Hand Gamer. Name ist Programm. So, willkommen zurück hier bei Let's Play Skyrim mit The One Hand Gamer, meine Wenigkeit. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken, ab nach Weißlauf. Ach, stopp, warte mal. Nein. Weißlauf, ja. Nicht erstmal direkt zur Drachenfeste, sondern. Nach Briesenheim. Ja. Ja. Timer starten. Nicht vergessen. Ach, herrlich. Wir sind ganz kurz vom Ziel. Ganz kurz. Und wenn ich Glück habe, dann schaffe ich es echt in der Folge 100, dass ich hier Skyrim zumindest halt die Hauptquest durchgespielt habe. Das heißt die Hauptquest. Also halt, ne, bis Folge 100 haben wir, wenn wir Glück haben, Alduin besiegt. So ist richtig. So, pass auf. Wir machen jetzt erstmal hier wieder alles frei. Zahnrad. Wieso habe ich das Zahnrad dabei? Bin ich bescheuert? Das verkaufe ich gleich erstmal alles. So, warum? Weg. Ebenerz. Weg. Fackel. Behalte ich. Gewöhnlicher Seelenstein. Gefüllt, ja. Granitstein kann weg. So, das kann auch weg. Großer Seelenstein, kleiner Seelenstein ist leer. Der ist voll. Leder. Lexikon, makellose, das behalte ich. Granitstein kann weg. Mondsteinerz, der ist leer, der ist voll. Bienensaphir, Seelenfragment, ja. Silberbarren, Silbererz. Ist auch leer, gefüllt mit armseliger Seele und Wolfspelz. 215. Der Rest sind jetzt hier noch die... Ich habe hier noch irgendwas Schweres mitgenommen, ne? Irgendwas Schweres, glaube ich, hatte ich doch mal mit. Ne, die Waffe. Die Waffen sind das, richtig. Okay, so. Die Waffen. Die versuchen wir jetzt mal kurz eben zu entzaubern. Ansonsten verkaufe ich sie. Das muss jetzt alles ein bisschen schneller gehen hier. Ja, lieb, lieb. Schon als Mensch hat der große Talos uns hochgeschickt. Ah, da ist sie ja wieder, Isolda. Ach, mit Isolda, ach, ich glaube, das machen wir mal, wenn wir Alduin besiegt haben. Also wenn wir innerhalb der nächsten Folgen es geschafft haben, Alduin zu besiegen und wir noch vor 100 sind, dann wird Folge 100 eine Premiere sein. Also sozusagen das große Finale quasi. Es sei denn, ich soll für euch sozusagen, oder es sei denn, ihr seid der Meinung, ich soll weiterspielen. Also sprich, dass ich dann auch die andere Questreihe mit den Vampiren und den anderen Gesorgs da mache. Das ist natürlich auch kein Problem. So. Ja. Nein. Ring der Genesung. Warte mal, Ring der Genesung. Ja, doch. Ring der Zerstörung. Und... Leichte Rüstung um 12%. Um 12 Punkte, Entschuldigung. Nee, das reicht. So, kann ich den Rest hier bei dir verhökern vielleicht? Fühlt ihr euch krank? Was habt ihr zu verkaufen? Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Nur 137? Alter, was soll's, scheiß drauf. Rolle der Hysterie. Bekleidung. Hier. 53. Goldene Halskette. Oh, dafür hast du schon wieder zu wenig. 69. 87. 139. 21. Jetzt noch 48. Rest 55. Ja, sorry. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Ja, wir waren da ja schon mal so ansatzweise, aber die Quest haben wir jetzt, oder das haben wir mal komplett übersprungen.
Und jetzt rennen wir nochmal kurz zum Gemischwarenhändler. Entschuldigung an dieser Stelle. Aber ich möchte doch ein bisschen mehr verhökern. Und wieso geht's jetzt hier nicht weiter? Hallo, schwarzes Bild, das gefällt mir gar nicht. Leg los, werd groß. Gott, nee, ey. Schon wieder so ein klassischer Fuffe-Effekt. Wenn ja, dann drehe ich echt am Rad. Ah, dankeschön. Ja, so. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmähne unterstützen. Ja, bäh. Vollzieht den Willen der Talmor gegen das eigene Volk. Also steht auf. So. Ah, er hat noch offen. Sehr schön. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Alles steht. Werft einen Blick darauf. Ja, schnell, schnell, schnell. Keine Zeit. So, pass auf. Hier Eisenkriegsachs kannst du haben. Warte mal, wie viel hat der denn hier? 16. Okay, pass auf. Und halb so viel Magikerschaden. Gut, den behalten wir. Den kannst du haben. Behalte ich. Den kannst du haben. Vollmerbogen kannst du auch haben. Das behalte ich. Das behalte ich auch noch. Jawohl. Bekleidung. Hier war was Sonstiges. Hier, pass auf. Folgendes. Den. Das war's. Okay, das war's wirklich. Na gut. Essen, Wildbrett, Schriftrolle. Jetzt hat er nichts mehr. Warte mal, hast du Dietrich hier vielleicht? Nee, aber Granitstein hast du für 288. Für 1000? Ja, nee, ist klar. Du hast doch voll den Arsch offen. Nee. Bitte kommt wieder. Ja, aber erst wenn du wieder Geld hast. Also das mache ich nicht mit. Das kannst du knicken. Nö. Lass mal stecken. Hier findet eigentlich jeder etwas. Was benötigt ihr, mein Freund? Wir wollen was verkaufen. Ich führe ein recht gutes Sortiment von Tränken und Alchemiezutaten. Und zwar, nein, warte mal, stopp. Wir wollen erstmal was kaufen. So ist richtig. Hast du hier vielleicht Magika Stärke, kleine Heilung. Heilung. Stärke, Veränderung, Ausdauer, Ausdauer, Blitz. Okay, alles klar. So. Frostresistenz, Verteidigers, Gift. Stärke, Gesundheit, Heilung, Krankheitsheilung, Magika, Regeneration, Unsichtbarkeit, Verteidiger, Waffenschmied. Krankheitsheilung. So. Gut. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit... Auf in den Kampf, der Held, ja der naht. Sieg ist gewiss, klappert er mit dem Gebiss. Tüdelü. Nein, eigentlich heißt es ja, wie heißt es noch? Auf in den Kampf, die Schwiegermutter naht. Sieg ist gewiss, klappert ihr Gebiss. Als ich das erste Mal gehört habe, da habe ich mich so weggeschmissen. Knaller. Gut, so, jetzt wieder zurück zur Drachenfeste. Sieg ist gewiss, klappert ihr Gebiss. So. Der Herr Kollege pennt. Ist zumindest auf dem Weg Richtung Bett. Dann warten wir halt einen Augenblick und schnack ihn dann an. Na los, komm, trab an. 2, 1, bam. Gut, jetzt steht er oben. Kommt er gerade. Er kommt runter. Warten wir nochmal 2 Stunden. Da ist er. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. So. Folgendes. Jarl Balgruf. Ich brauche eure Hilfe. Ich muss einen Drachen in eurem Palast fangen. Ich muss mich wohl verhört haben. Es klang fast so, als wolltet ihr... dass ich euch helfe, einen Drachen in meinem Palast zu fangen. Richtig.
Ihr wisst, ich würde nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Es tut mir leid, aber das kann ich nicht tun. Wir werden die Drachen eben weiterhin nach besten Kräften bekämpfen müssen. Ich muss einen Drachen... Moment. Was ihr da von mir verlangt, ist verrückt. Unmöglich. Ihr wollt, dass ich einen Drachen ins Herz der Stadt hineinlasse, ausgerechnet jetzt, wo ein Krieg vor der Tür steht? Das ist der einzige Weg, die Drachenkraft zu stoppen. Es muss einen anderen Weg geben. Das Risiko ist zu groß. Die Gefahr ist wesentlich größer, als ihr glaubt. Alduin ist zurückgekehrt. Alduin? Der Weltenfresser selbst? Jupp. Aber wie können wir gegen ihn kämpfen? Bedeutet seine Rückkehr nicht das nahende Ende der Welt? Naja, nicht wir, sondern ich, wenn dann überhaupt. Wenn, es ist nur hoffnungslos, wenn wir aufgeben. Ich bin ein Drachenblut, es ist mein Schicksal, ihn aufzuhalten. Durchaus möglich, aber ich habe mich für den Tod auf dem Schlachtfeld entschieden. Und ihr? Hä? Nehmen wir dem das Zweite. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich habe gehört, die Graubärte hätten euch gerufen. Mir reicht das. Also was soll dieser Unsinn? Ihr wollt einen Drachen in meinem Palast fangen? Das ist die einzige Möglichkeit, Alduin zu finden, bevor es zu spät ist. Ich will euch helfen, Drachenblut. Und das werde ich auch. Aber zuerst benötige ich eure Hilfe. Oh. Ulfric und General Tullius warten doch beide nur darauf, dass ich einen Fehler begehe. Denkt ihr, sie werden einfach tatenlos zusehen, während ein Drache meine Männer abschlachtet und die Stadt niederbrennt? Nein. Ich kann es nicht riskieren, die Stadt zu schwächen, solange ein feindlicher Angriff droht. Es tut mir leid. Okay. Was, wenn ihr euch keine Sorgen um einen feindlichen Angriff machen müsst? Dann würde ich euch gerne bei eurem verrückten Plan behilflich sein, den Drachen zu fangen. Aber beide Seiten davon zu überzeugen, einem Waffenstillstand zuzustimmen, wird schwierig sein. Der Hass sitzt zu tief. Vielleicht. Wie wäre es mit den Graubärten? Sie werden von allen Nord respektiert. Hochrodgar ist neutrales Gebiet. Wenn die Graubärte gewillt wären, Friedensverhandlungen auszurichten, dann wären Ulfric und Tullius vielleicht gezwungen zuzuhören. Ist das jetzt dein Ernst? Sprich mit dem Jarl von Weißlauf, sichere dir den Beistand der Graubärte bei der Aushandlung des Waffenstillstandes zu. Ich fass es nicht. Eine unendliche Geschichte, ja, ich merke das schon. Überlass das mir. Ich werde mit Arngeir über die Auswirkungen von Friedensverhandlungen reden. Ja, Drachenblut. Ja. Vielleicht könnt ihr diesen Drachen ein Ende bereiten. Und diesem Krieg mit dazu. Ihr seid bereit, die Falle für den Drachen zuschnappen zu lassen? Meine Männer werden bereit sein, sobald ihr es seid, Drachenblut. Erst müsst ihr ja noch einen Waffenstillstand arrangieren, nicht wahr? Ja, ich weiß. Gut. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Ja, bla. Mann, ey, ich dachte so, der sagt zu mir, ja, du pass auf, kein Stress. Ich trommel alle Wachen zusammen und dann gehen wir da irgendwie so, bereiten wir alles vor und dann kannst du den Drachen runterholen und dann passt das schon. Ne? Aber nö, Waffenstillstand, Graubärte, hier Windhelm, Ulfric, Tullius, Einsamkeit, alter Schwede. Zieh mir die Hose aus. Na gut, Hochrodgar. Hier, die Azura, genau, von der habe ich gesprochen, wegen diesem Seelenstern. Die müssten wir da mal irgendwie bei Gelegenheit... Ach komm, lassen wir es. Ist doch Schiedigul. Wir kommen auch so durch. Das passt. So, Argai, pass auf, ich hab da was. Warte mal. Nein, nicht meditieren. Hier, hör zu. Alduin, wir haben den Drachenfallschrei bis hierher gehört. Habt ihr ihn besiegt? Naja, der Drachenfallschrei war ja... Also, das war auch nicht so weit weg. Davon ab. Er ist entkommen. Ich muss sein Portal nach Sufengard finden. Das habe ich befürchtet. Ich dachte mir schon, dass er es war, den wir nach eurem Kampf gen Osten fliegen sahen. Ich brauche eure Hilfe. Ich muss einen Drachen fangen. Wir sind keine Krieger. Was man einem Drachenblut durchgehen lässt, ist anderen Anhängern des Wegs der Stimme noch lange nicht erlaubt. Ich
Ich möchte einen Drachen fangen. Ich brauche eure Hilfe, um den Krieg zu beenden. Ihr missversteht unsere Autorität. Die Graubärte haben sich noch nie in politische Angelegenheiten eingemischt. Es darf doch wohl nicht wahr sein. Jarl Balgruuf will mir erst helfen, wenn der Krieg vorüber ist. Ich verstehe. Der Drache führt euch zu Alduin, aber ohne die Hilfe des Jarl. Beide Seiten respektieren die Graubärte, sie werden zuhören. Patornax hat sich entschieden, euch zu unterstützen. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Es scheint, dass sogar die Graubärte sich dem Atem der Veränderung beugen müssen. Dann soll es so geschehen. Sagt Ulfric und General Tullius, dass die Graubärte mit ihnen reden wollen. Wir werden sehen, ob sie sich noch an uns erinnern können. Seid ihr bereit, Friedensverhandlungen auszurichten? Überbringt die Nachricht an die kriegführenden Parteien. Wenn sie zuhören, werde ich tun, was ich kann, um ein Abkommen zu erzielen. Okay. Atem und Konzentration. Atem und Konzentration. Geht klar. Mann, ey. Ruf die doch einfach an. Fertig. Schreib mal kurz, sodass Tullius und hier, Dings. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Tullius und... Oh, das gibt's nicht. Na, der andere da jedenfalls. Den Windhelm. Verdammt, wie hieß denn der noch? Jetzt habe ich den Namen echt tatsächlich vergessen. Ja, schreit doch irgendwie mal so, haut so einen Schrei raus, den nur die beiden ansprechen oder den nur die beiden hören, dann passt das. Anstatt hier mich loszuschicken. Oh, es donnert. Hoch. Andere wie ihr haben bestimmt viele Geschichten zu erzählen. Aber leider habe ich keine. Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Schloss Elend. Hau rein, hau rein, hau rein. Ich hab doch keine Zeit. Tullius, grüß dich. Lassen meine Männer jetzt jeden durch, der in das Schloss hineinspazieren will? Hier bin ich. Gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr hier seid, Bürger? Ja, pass auf. Ich glaube, wir kennen... Ach ja, haha. Ich war in... Ich glaube, wir kennen uns schon. Ach ja? Oh, natürlich. Ich kenne euch aus Helgen. Richtig. Einer der Gefangenen, wenn ich mich recht entsinne. Richtig. Kurz vor der Enthauptung. Ich wurde freigelassen. Ich hätte überall hingehen können. Ich bin hier, um für das Kaiserreich zu... Was? Stopp. Ihr könnt wegtreten. Ulfric plant einen Angriff auf Weißlauf. Ulfric, genau. Er wäre verrückt, das zu probieren. Warte. Nee, das ist nämlich jetzt hier so die Questreihe oder so, so unter Verschiedenes markiert im Questlog, im Tagebuch, dass wir uns entweder der königlichen Armee da wölfisches Grinsen. Na, also hier Einsamkeit anschließen oder hier in Windhelm Ulfric unterstützen. So, das ist nämlich jetzt. Wenn das wirklich so ist, wie ich gerade denke, dann wird es nämlich echt knifflig. Denn ich würde... Dann läuft es darauf hinaus, dass wir dann echt hier den Ding erstmal kämpfen müssen. Ist doch Schwachsinn. Also ich würde dann nämlich gerne schon für die Graubärte, sag ich schon hier, für Windhelm. Ja. Für Ulfric würde ich dann schon gerne kämpfen, weil Tullius war ja kurz davor, uns zu köpfen. Und das ist extrem unsympathisch. Balgruuf gibt uns keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt Weißlauf stark unter Druck. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Das weiß er. Sie alle wissen es. Wie lange werdet ihr warten? Ihr meint, ich müsste Balgruuf eine deutlichere Botschaft schicken. Sofern ihr damit meint, dass ihm jemand ein Schwert in die Kehle bohrt? Seine Stadt einzunehmen und Schimpf und Schande über ihn zu bringen, wäre eine mächtigere Botschaft, meint ihr nicht?
Wir sind also wirklich bereit, diesen Krieg zu beginnen? Bald. Ich sage, ihr erledigt sie alle, so wie ihr es mit König Torek getan habt. Torek war nur eine Botschaft für die anderen Jarl. Wen auch immer wir an ihre Stelle setzen, wird die Unterstützung unserer Armeen benötigen. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Alles hängt von Weißlauf ab. Wenn wir die Stadt ohne Blutvergießen einnehmen können, umso besser. Aber wenn nicht... Das Volk steht hinter euch. Ich befürchte, dass viele noch nicht überzeugt sind. Dann sollen sie mit ihrem falschen Königen sterben. Wir sind schon seit langer Zeit Soldaten. Wir kennen den Preis der Freiheit. Die Leute wägen in ihren Herzen immer noch ab. Was gibt es in Himmelsrand noch zu verlieren? Sie müssen an ihre Familien denken. Wie viele ihrer Söhne und Töchter folgen eurem Banner? Wir sind ihre Familien. Gut gesprochen, Freund. Sagt mir, Galmar, warum kämpft ihr für mich? Ihr wisst, ich würde euch bis in die Tiefen des Reichs des Vergessens folgen. Ja, aber warum kämpft ihr? Wenn ich nicht wäre, was dann? Ich würde eher sterben, als das Schicksal der Menschen von Elfen diktieren zu lassen. Sind wir uns da nicht einig? Ich kämpfe für die Männer, die ich in meinen Armen hielt, während sie auf fremdem Boden starben. Ich kämpfe für ihre Frauen und Kinder, deren Namen sie mit ihren letzten Atemzügen flüsterten. Ich kämpfe für uns wenige, die nach Hause zurückkamen, nur um unser Land voller Fremder mit vertrauten Gesichtern vorzufinden. Ich kämpfe für meine Leute, in Armut lebend, um die Schulden eines Kaiserreichs zu zahlen, das zu schwach ist, sie zu regieren. Aber sie als Verbrecher brandmarkt, weil sie selbst regieren wollen. Ich kämpfe, damit alle meine bisherigen Kämpfe nicht vergebens waren. Ich kämpfe, weil ich es muss. Eure Worte verschaffen unser aller Gefühle Ausdruck, Ulfric. Darum werdet ihr auch zum Großkönig gewählt werden. Doch der Tag, an dem Worte genügen, wird auch der Tag sein, an dem Soldaten wie wir nicht mehr gebraucht werden. Und an diesem Tag würde ich mich mit Freuden von der Welt zurückziehen. Ja, aber bis dahin haben wir einen Krieg zu planen. Okay, gut. Die beiden haben jetzt das Gespräch beendet. Folge ist vorbei, schon über Länge. Kleiner Cliffhanger sozusagen. Fast. Indirekt, ich weiß es nicht. Ich speichere mal kurz das Spiel. Himmelsrand. Nico O. Perfekt. Escape. Dankeschön fürs Zugucken. Schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, die ich hier jetzt ranhängen werde. Denn wir haben es 10 vor 12. Das reicht noch für eine Folge. Bis dahin, also Dankeschön fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder. Tschüss.